Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, A Wonderful Life. So, erstmal gucken, wie das Wetter heute wird. Sonic und sie haben heute nicht besonders viel Glück. Warum liegt mein Kind auf dem Boden? Hoch! Okay. Na? Hui! Kuscheln! Singen! Ich kann nicht singen, da wird er schweinen. Mama, hallo! Kuscheln, dann kuscheln wir nochmal und ich setze dich mal wieder ab. Du kannst dir, wenn du magst, mal eine Kupferschneidemaschine angucken. Hä? Hier ist eine Sichel? Nein, das ist eine Sichel. Sichel? Sichel, yippie! Und hier eine Hacke. Eine Sichel? Nein, nein, das ist eine Hacke. Ah, yippie. Yippie, yippie. Mann haut ab. Oh, na? So, dann gucken wir mal raus, was ich so Schönes vorbereitet habe. Ich lasse erstmal die Tiere raus. So, ich habe wieder ganz viel gepflanzt. Ich habe extrem viel, was heißt extrem viel? Ich habe ein bisschen geangelt. Ja, ein paar Fische hier. Man muss ja irgendwie auf seine Anzahl an Angelversuchen kommen oder so. Keine Ahnung. Anyway. So, ich habe auch fleißig gezüchtet. Warte mal, ich fange erstmal an, alles einzusortieren. Denn ich bin gestern sehr spät ins Bett. Also mein In-Game ich. Ja. Ich sortiere erstmal die ganzen Fische ein, dass ich da erstmal wieder ein bisschen Platz habe. Okay. So's. Wir haben Herbst. Das heißt, ich kann alles anpflanzen, was im Herbst wächst. Das ist schon mal ein guter Anfang, I guess. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wartoffel, 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 Melotoffel, Wartoffel. Okay. Ich schmeiße hier einmal alle rein. Geh mal hier rüber. Geh bitte auf alles sortieren. Und dann nehmen wir jetzt alles raus, was im Herbst wächst, was zumindest zweite Generation ist. Erdlohne. Frühling bis Sommer können wir vergessen. Erdlohne nochmal besser. Nein. Melo können wir auch vergessen. Das geht doch schon mal super los. Frühling bis Sommer können wir auch vergessen. Frühling bis Sommer können wir auch vergessen. Frühling bis Sommer können wir auch vergessen. Herbst bis Frühling. Wir haben jetzt Herbst, also her damit. Erdarotte. Herbst bis Frühling nehmen wir. Süßbeere. Herbst bis Frühling nehmen wir auch. Und die Melotopfel. Sommer bis Herbst. Her damit. Okay, da haben wir ja schon mal einiges, was wir pflanzen können. Ich habe extra ein bisschen was, gekreuzt. Die Erdarotte ist wahrscheinlich zwischen Karotte und Erdbeere, Steckbeere, Steckrübe und Erdbeere, Melotoffel, Melone und Kartoffel, Süßbeere, Süßkartoffel und Beere. Okay. Na ihr? Schnuffel, Schnuffel? Ihr versteckt immer die Eier ganz schön gut. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch die Hälfte der Eier finde. Das ist nicht gut, Leute. Versteckt euch mal nicht so von mir. Das wäre äußerst nett. So, wie sieht's denn hier aus? Furztrocken. Das ist ja schon mal gar nicht so gut. Erstmal hier den Boden wieder bewässern, bevor hier noch alles wegstirbt. Braucht hier irgendjemand Dünger? Freiwillige vor? Nö, aber ihr doch, oder? Ja. Oh, Äpfel und Traubis bekomme ich. Brauche ich zwar jetzt nicht so dringend, aber für einen Kühlschrank, für irgendwelche Quests dann oder so vielleicht. Mal sehen. So, will hier noch irgendjemand? Ja, gefühlt jeder möchte hier gerade ganz gerne. Was ist los? Okay. Natürlich wird mir geschrieben, wenn ich aufnehme. Okay, ihr wollt. Ist ja durch. Ihr wollt. Mir sieht es ganz schön scheiße aus. Überall aber. Ganz schön trocken das Feld, aber ist okay. Okay. Da nehme ich mal meine wunderschöne Kupferhacke, weil ich keine Lust hatte, bisher mir eine Silberhacke zu holen, weil, ach, das paar Mal hacken, das geht schon noch. Okay, habe ich hier irgendwo hier, upp, Süßbären, dann, zack, dann mache ich gleich mal weiter, nee, stopp, ja, sehr gut. Und zack, Erdarotte. Und sonst noch irgendwas, bei dem ich ein bisschen mehr habe? Nee, hä? 4, 2, 2. Gut. Ja, da bleibt sogar eins übrig. Das ist ja ärgerlich. Na, okay.
Nehmen wir einfach mal. Ja, erstmal muss ich ja umgraben. Was mache ich denn hier? Was ist denn los? Die Schafe sind aber laut heute. Das ist ja fast wie Wachteln. Die sind auch laut. Also meine Real-Life-Wachteln, die ich inzwischen ja schon nicht mehr habe. Set Life! Was haben wir denn jetzt hier noch so? Genau, die Steckbeeren. Die quetsche ich hier oben mal in die Ecke. Und eine Erdarotte. Zack. Vielleicht ist ja hier bald was fertig oder so? Wahrscheinlich nicht. Nee, das sieht alles nicht so aus, als ob es bald fertig werden wollen würde. Ich habe auch kein Wasser mehr für meine Gießkanne. Was gibt's denn Besseres? Na toll. So, jetzt aber. Ja. Alles erstmal schön dunkel machen hier. Ja. Zack. Ach, die Arme, die wird schon ganz müde. Müdelig wird sie, aber... Schlechte Karten hier bei mir. Noch alles dingen, damit es mehr bringt. Hier auch nochmal durch. Bürsten. So, ich glaube, der Rest ist jetzt hier soweit fertig, ne? Ja, okay. Und hier haben wir das alles. Okay, okay, okay. Ja, die sammle ich natürlich alle ein. So toll, wie ich bin. Alles klar. Ach, hier haben wir auch noch was. Ja, damit. Gut, dann würde ich vielleicht mal ganz gewagt sein. Und komm, wir nehmen hier die hinterste Ecke. Hier so. Den Streifen hier. Den bepflanze ich jetzt auch noch, weil ich jetzt voll Lust drauf habe. Hier, komm. Dreimal Erdkartensamen. Erdarotte. Das ist kein Wort. Nicht für mich. So. Ja, und bewässern noch einmal das Ganze. Cool. Und die schon sind wir fertig. Oh yeah, das sind richtig dunkle Bäume. Und ich weiß gar nicht, wann die mal hier alle fertig sind. Benutze eine Hacke. Ja, hier blüht gar nichts. Oh. Gar nichts blüht hier. Das ist echt sad. Anyway. Hallo. Oh, magst du gemolken werden? Ja. Magst du gemolken werden? Yay! Magst du gemolken werden? Okay. Ich sehe schon, heute läuft es richtig rund hier. So, kriegen auch wieder dreimal Milch. Das ist sehr gut. Mal wieder ein bisschen mehr. So, aber jetzt so scheren lassen möchte sonst keiner, ne? Das ist ja ein bisschen sehr... Wo ist meine dritte... Wo ist mein drittes Schaf? Eins. Wo ist mein Bock? Ich habe irgendwo noch ein Männchen. Ach, da hinten. Ich wollte schon sagen. Ich habe doch irgendwo noch ein männliches Schaf versteckt. Da war's. Okay. Gut, dann verkaufe ich ein bisschen was. Oh, was haben wir denn hier Schönes wieder? Lalop. Einnahmen. Sehr gut. Hallo Takakura. Na Mädchen, wir öffnen die Geschäfte. In der Stadt werden für gute Butter und guten Käse hohe Preise bezahlt. Ja, next time. Ich muss halt eben mal gucken, wie meine Investitionsprioritäten sind. Oh. 55.000. Einrichtungen bestellen. Was gibt's denn hier Neues? Ach, der... Ja, okay. Verarbeitungsraum wäre vielleicht mal eine gute Idee. Ja... Brauche ich noch 100.000 für. Müsste ich vielleicht mal schaffen, ganz viel Zeug anzubauen. Maybe. Yeah. Ja, das sollte ich vielleicht mal tun. Ganz ehrlich, ich habe so, eigentlich bin ich immer so, dass ich extrem viel anbaue, aber hier vor checke ich das irgendwie alles, weil man die Samen, gerade auch die, jo, was geht, Pui? Weil man hier auch gerade die, gekreuzten, man muss das alles einzeln kreuzen. Das ist so volle Kanne. Habe ich irgendwas für dich? Ja, hier, guck mal, eine Blume. Bitte, Kate. Anyway, ja, die ganzen gezüchteten Sachen kann man ja hier nicht kaufen. Man muss die ja selbst züchten, beziehungsweise selbst kreuzen, einzeln. Was schon super anstrengend ist. Und dazu, wenn man die vermehren möchte, also mehr davon möchte, muss man entweder einfach auch wieder einzeln das nachkreuzen, beziehungsweise die Früchte dann in den Samenfertiger schmeißen. Und dann kriegt man zwei Samen draus. Und das ist halt super mühselig. Hi, was geht? Sag mal, darf ich dir was beibringen? Was haben wir denn?
Kopfsalat. Ja, danke schön. Danke schön, danke schön, danke schön. Ich habe gehört, ich habe heute nicht besonders viel Glück. Das ist nicht gut. Was er vielleicht auch unbedingt mal tun sollte, ist mal meine Lautsprecher leise drehen. Weil, kennt ihr das, wenn ihr die laut habt? Aber über was anderes was hört und dann dröhnen die so immer noch. Weil da trotzdem Signal drauf ist und dann machen die. Und dann sind die erst froh, schon, wenn man sie ganz ausmacht. Genau wie meine Powerbank. Oh, scheiße, Mann. Ich habe eine Powerbank, die lade ich immer, wenn ich arbeiten gehe, also auf Conventions auf vorher, falls das Kartenlesegerät oder mein Tablet oder Handy oder irgendwas halt eben keinen Akku mehr hat. Und das summt so übelst laut beim Aufladen. Ich liege dann so im Bett und höre so ein so ganz leise, aber doch penetrant genug, dass man es gut merkt. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine Powerbank ist relativ laut, wenn es ums Aufladen geht. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, ich erzähle es euch, weil ich gerade sonst nichts anderes Produktives zum Spiel zu sagen habe. Außer vielleicht, dass wir das jetzt hier alles schnell aus... Oh, oh, oh. Oh yeah, es ist eine goldene Gabel. Sieht aus wie eine zumindest. Dabei habe ich heute gar nicht mal so viel Glück. Geh mal weg hier, Cartro. Gucke mal. Wahrscheinlich noch eine dumme Münze. Die kann ich ja Juf schenken, wenn es eine Silbermünze sein sollte. Und es ist eine normale alte Münze. Tja, Juf, Pech gehabt. Ach, hier vorne ist noch was. Vielleicht ist das eine Silbermünze. Wenn ich es mal schaffen würde. Ach, Flora musste jetzt ausgerechnet... Oh, danke. Ah, das ist, ich weiß nicht, aus der Hölle. Das Schlimme ist, das Spiel kam ja schon viel eher in Japan raus. Und da weiß man immer schon so ganz genau, so, okay, da wird es keine Patches mehr geben diesbezüglich. Das hätten die schon längst behoben. Wobei, ich weiß gar nicht, wie es bei Pioneers of Olive Town war. Kam das relativ nah weltweit vom Datum raus? Weil da gab es ja auch noch viele Patches, gerade die fertiger. Dass man ja mehrere Sachen in die Warteschlange schmeißen kann und so. Das war so pain in the ass, dass man einfach bei Pioneers of Olive Town alles einzeln reinschmeißen musste am Anfang. Das war echt heftig. Das hat keinen Spaß gemacht. Okay, ja, das war... Oh, Pui ist auch wieder am Battlen. Na stimmt. Oh Gott, die Zeit vergeht ja heute schnell. Ich bin ja jetzt eh auf dem Weg, schnurrestracks noch zum Anschlagbord. Hey, hey, wundersame Kokosinsel. Ist noch meine... Die Kasse ist noch viel zu leer. Ach, herrje. Ja, nimm 100G. Danke. Mit so viel Klingeling wird Pools größter Traum bald wahr. Also gerade eben... Mit dem Münzgeld, das ich gespart habe, sollte ich schon sehr bald zur Kokosinsel aufbrechen können. Das klingt ja so, als ob er schon eine Menge hat. Aber gerade eben meinte er, er hat kaum was. Hat da etwa jemand gelügert? Sehe ich gar nicht ein. Sehe ich gar nicht ein. So. Okay. Gibt es hier noch irgendwie unten wieder ganz viele Blumen von irgendeiner Sorte, von der ich wissen sollte? Nö. Hallo Nina. Ja. Dann gucken wir mal, was es jetzt für Aufgaben gibt. Möglichst früh immer gucken, dass man möglichst viel Zeit hat, auch noch drauf einzugehen. Stimmt's? Oh hey, wie geht's? Wie läuft's? Möchtest du irgendwie eine Münze? Oh, ist sie für mich? Natürlich. Gott, die steht auf Kleingeld. So, möchtest du ein Fischgericht? Dann wird er da so richtig ausrasten. Wisst ihr, was eingelegt ist? Gordy hasst Fisch. Also richtig. Ich hab dann ja in meinem Let's Play Livestream-Spielstand geheiratet und ja, Fisch ist nicht so seins. Okay, anyway. Melone? Ja, wachsen sie ja recht langsam. Also nehmen wir, was wir kriegen können. Okay, Wester will eine fünfmal Wolle. Okay, geil. Diese Jahreszeit verlangt es mir nach Salat. Tomacaro-Salat. Ach ja, je. Tomacaro-Salat. Ja, ich bin mal gespannt. Melone, Hammer. Mal gucken, was wir für einen Tomacaro-Salat brauchen. Melone finde ich gut, weil wir kriegen vor allem echt viel Wolle dafür.
Unser Fund Gold ist wert. Du hast in den Ruinen zwei unterschiedliche Goldartefakte gefunden. Ein Wunder! Was hier manchmal das Wunder? Das klingt manchmal so, du hast dich mit jemandem angefreundet. Ein Wunder. Als ob es ein Wunder ist, sich mit jemandem anzufreunden. Das ist ein bisschen beleidigend. Oh mein Gott! It's time! Hey, what's up? Tut mir fürchterlich leid, dass ich so plötzlich unangemeldet erscheine, Schätzchen. Dieses kleine Schlitzohr hier hat sich in die Villa geschlichen. Unglücklicherweise habe ich dort bereits zwei Katzen. Ihr Zuhause. Da kannst du noch eine dritte aufnehmen. Bei deinem riesigen Anwesen. Aber sich selbst überlassen möchte ich dir hier auch nicht. Also dachte ich, du würdest sie vielleicht behalten wollen. Nun? Wirklich? Sehr gerne. Ich dachte mir bereits, dass du das sagen würdest. Die Kleine ist nun in deiner Obhut. Oh, ein Augenblick. Sie wird einen Namen brauchen, nicht wahr? So, wir nennen sie, Kuschel. Ich hatte als Kind, ich hatte keine Katze, aber wir waren immer jedes Jahr auf dem Bauernhof. Und die hatten eine schwarze Katze und die hieß Wuschel. Und, Vorschul-Jume hat immer Kuschel verstanden und ich habe diese Katze abgöttisch geliebt. Und die war auch ganz schwarz. Kuschel, oh, wenn es das ist, was du willst, es geht mich ja nichts an. Schließlich ist es deine Katze, hallo? Oh, obwohl, wenn ich drüber nachdenke, Kuschel könnte perfekt passen. Sag ich doch. Nun denn, danke für deine Hilfe. Tschüss. Hm? Gib gut auf die kleine Acht. Ich muss mal was trinken. So, dann Tomakaro do Homo Luno, was brauche ich doch mal? Vielleicht statt so laut. Und da habe ich sogar 14 Tage Zeit. Bist du derbert? Hier habe ich nur 9 Zeit. So, Tomakaro. Schauen wir mal. Kann ich einen Tomakaro? Wahrscheinlich nicht. Wir gucken einfach mal. Ich weiß immer nicht, ob ich da jetzt Tomaten und Karotten brauche oder eine Kreuzung aus beiden für den Salat. Das ist immer in dem Spiel super verwirrend. Ich kann nicht die Einzige sein, die jetzt immer verwirrt. Ich kann voll viel machen. Sheesh. Tomakaro-Salat. Tomaten und Karotten. Das klingt ja easy eigentlich so, ne? Ich habe Tomaten, müsste ich haben. Jetzt müsste mir nur ein Karotten fehlen. Ja. Okay, dann kaufe ich ein paar Karotten. Ich habe eh noch Platz auf meinem normale, langweilige Pflanzenfeld. So, hatte ich hier eigentlich was reingedönert? Nee. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, ja genau, ich habe hier Platz. 12 Zellen habe ich Platz. Auf zum unsichtbaren Bootmobil. Achso, ich vergesse, hey, was ist das Schwarze da? Das ist ja meine Katze. Ja, die Katze ist eigentlich so auf der Farm hier maximal useless. Die sitzt nur rum und der Hund ist jetzt auch nicht so sinnvoll, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie nice to have. Hallo, in den alten Spielen, ne? Da konnte man sich noch was, da haben die noch was gemacht. Abgesehen davon, möchtest du was kaufen? Ja, gerne. Kann man Karotten überhaupt im Herbst anpflanzen? Ja. 12 wollte ich. So. Zum Beispiel bei Harvest Moon 2, was mein erstes richtiges Harvest Moon ist, was ich gespielt habe, konnte man sich am Anfang entscheiden, ob man sich zwischen Hund oder Katze, also man konnte sich zwischen Hund und Katze entscheiden. Und beim Hund war es so, wenn man den Hund hatte, konnte man die Tiere nachts draußen lassen, ohne dass sie von Wildtieren gefressen werden, was auch immer. Das war ganz praktisch und die Katze, die hat regelmäßig einfach Saatgut und sowas angeschleppt. Das war auch ganz cool und ich habe mich dann, obwohl ich ja eher Hundemensch bin, dann aus taktischen Gründen für die Katze entschieden, weil ja, die Tiere kann man ja ganz normal mit der Glocke dann immer raus und reinholen. Fertig. Und Saatgut geschenkt bekommen ist geil. Also habe ich mich für die Katze entschieden. Zumal ist ja da so war, dass das Saatgut nicht so ein Feld ist wie hier, sondern das waren dann gleich 3x3 Felder, was man da bekommen hatte damals. Und das war schon ziemlich nice, wenn man da ab und an mal was bekommen hat.
Ja, deswegen war es damals immer eine Katze. Ich weiß gar nicht, wie ich die genannt habe. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Miezi oder wie habe ich denn mal die Katze genannt? Man konnte vier Buchstaben nehmen. Das war eh total komisch. Warum? Ist auch hier so teilweise so diese Zeichenbeschränkungen. Wie, wieso? Was soll das? Also ich konnte es bei ganz alten Spielen vielleicht noch verstehen, die nicht so viel Speicherplatz hatten, aber jetzt bei neueren Spielen. Warum? Wozu? Kann man doch, wenn man im Extremfall so viele Zeichen nehmen, wie man lustig ist. So. Euch kann man auch noch nicht näher, genau. Unten wäre es sonst schon gelb, wenn man die ernten könnte. Jo, wie sieht es denn jetzt hier so aus? Seid ihr mal fertig? Ihr habt ja schon 10 Millionen tausend Mal geblüht gefühlt. Und habt es immer noch nicht hingekriegt. Mal fertig zu sein. Ich schäme gerade da, diese Pflanze da, die wie eine Kartoffelpflanze aussieht. Ich blumenschäme sie. So, die Tomatoffeln. Oder ich habe einfach neue gepflanzt und hab's vergessen, weil ich dumm bin. Hä? Warum blüht die andauernd? Ach ja. Ich ernte ja regelmäßig. Was ist denn jetzt hier los? Ah. So, wir essen mal ein bisschen Sushi, weil mein Charakter schon wieder ziemlich müde ist. Der ist ganz schön müdelig. So. Oh nee, einen Kamm habe ich gefunden. Toll. Vielleicht gibt es ja da mehr für als für eine Gabel. Muss ich gleich mal checken. Oh, und ich habe kein Wasser mehr. Na komm, es ist ja jetzt Herbst, da kann es ja mal ein bisschen mehr regnen. Wobei, also ich finde, sobald man die Silbergießkanne hat, ist es eigentlich egal, ob es regnet oder nicht. Da ist Sonnenschein eigentlich ganz okay, weil das Bewässern ja doch relativ schnell geht. Solange man noch so eine Kupfergießkanne hat, ist es schon noch so ein bisschen eklig, sage ich mal, mit dem Gießen. Aber sonst, ja, es ist eigentlich ganz okay. So, das ist all fine. Zack. Und hier noch die äußerste Ecke. Ja, komm, nochmal drüber düngen. Schön den Boden übersäuern, was das Zeug hält. Was weiß ich denn? So, okay. Dann bin ich jetzt dabei, diesen Melo Toma Toffel Tupapo Salat zu holen. Ihr wollt nicht? Was soll denn das? Dann besorge ich mal, da bringe ich Schwester mal die Melone. Wenn ich wieder da bin, hoffe ich, dass eure Euter bereit sind für meine kalten Hände. Oder ich belästige erstmal ganz schnell alle Tiere hier. Es hat irgendwie so ein bisschen was von Austernknacken. Man nimmt einfach die und hebt sie woanders hin. Bäm. Erstmal eine Melone schnappen. Oh? Ah, die beiden schon wieder. Na, Taka-Cola, guck. Hui, da hast du ja sogar einen Ball. Biberball, Bumball. Alles klar. Oh. Guter Wurf. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen fiesen Arm hast? Arm? Oh, er wird wieder ganz rot. Puh, dann kann ich ja wohl mal nach Hause, ne? Taka-Kula! Tschüss, Taka-Kula! Die sind so süß, die beiden. Oh boy. So halb 9 abends. Okay, wir kloppen uns jetzt hier um den Kühlschrank, oder? Danke. Fight. So, jetzt muss ich mal ganz kurz über Legi machen. Hier eine normale Melone wollte sie. Weil Wassermelone, die ist ja, glaube ich, nur Frühling und Sommer. Ich habe auch noch eine Wassermelone bei mir zu Hause. Das schmeckt bestimmt widerlich, aber. Ich wurde in meinem Leben zu oft von Wassermelonen enttäuscht. Als Kind fand ich immer ultra lecker, aber da haben wir auch ultra oft in Ungarn am Straßenrand welche gekauft. Und ungarische Straßenrand-Wassermelonen sind die besten anscheinend, auch wenn sie Kerne haben. Ich mag keine Kerne.
spule die immer alle einzeln raus. I'm this person. I'm that kind of person. Hi, Wester. Hallo, was geht? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hier, guck mal, eine Melone. Ich gebe dir aber nur eine. Ah, danke. Das ist genau, wonach ich gesucht hatte. Boah. Sie ist, ich verstehe das nicht, ne? Sie ist eine Gemüsefarm, hat aber keine Melonen und nimmt welche und tauscht sie gegen Wolle, die sie woher hat. Das ergibt doch alles vorne und hinten keinen Sinn, Wester. Hör auf damit. Das verwirrt Leute. Hier, guck mal. Dieses Ei ist sowas von für dich, ey. Nein, danke. Ich will nichts kaufen. Ich will dich nur random mit Sachen bewerfen. Ja, nimm die Kräutersuppe. Ja. Tausend Dank. Bitteschön. Habe ich irgendwie noch sowas wie Blumen? Ja, guck mal, hier ist noch eine Blume. Erstmal, weshalb bist du Müll mit allem, was ich irgendwie gerade so in meiner Hosentasche finde? Ah, schön. So, wie läuft's eigentlich mit Wester? Können wir die mal abhaken oder kommt da noch was? Da. Oh, nee, noch nicht. Wir sind noch nicht maximal mit ihr befreundet. Da geht noch was. Anyway, jetzt habe ich ganz viel Wolle. 5-mal bist du der Bot. Das ist gut. Kann ich gut verscherbeln. Und seht ihr, deswegen habe ich auch immer Zeug im Kühlschrank, weil jetzt habe ich die Melone gebraucht und ich hätte sie vorher dann erst anbauen müssen und alles. Und, oh. Und jetzt habe ich sie einfach. Stimmt's, John? Lass dich mal knuddeln, du schwere Nöter. So, lass dich mal alle melden. Auch noch. Dann gucken wir nochmal unter das Pöpöchen dieses Huhns. Aha, erwischt. Da hat jemand ein Ei versteckt. Wusste ich's doch. Oh. Oder man nimmt sich... Hab ich jetzt das Ei gegessen? Das war weird. Ich wollte das eigentlich einstecken. Ich habe es irgendwie nicht damit gerichtet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte es einfach auf einmal in der Hand. So, Kinders, geht mal bitte alle rein. Mama muss Geld zählen. Ich habe nämlich heute 5-mal Wolle bekommen. Wie sieht's aus? Oh yeah, 15.000, Baby. Oh yeah, das ist echt gut. Okay, ja. Lässt sich doch mit leben. Ja, ihr dürft jetzt auch noch alle rein. Dann schmeiße ich mich ins Bett und lausche mal so ein bisschen am Kissen. Ich werde jetzt zur Kissenlauscherin und so. Mal gucken. So. Yay. Wupp, wupp. Das sieht aber lecker aus. Ey, Schatz, warte mal kurz. Ich gieße heute die Felder für dich. Also schalten wir einen Gang runter. Ab und zu kann ich ja auch mal was machen. Was? Ich finde es schön, dass das Kind direkt vom Fernseher malt. Danke, ich möchte. Nein, ich möchte mir den Fernseher angucken. Ich will wissen, wie es weiterwird. Oh mein Gott! Geh mal bitte woanders hin. Kind nehmen und einfach irgendwo anders hintragen. So, okay, es ist sonnig und ich habe unglaubliches Glück. Das ist ja unglaublich. Ist das Feld bewässert? Für mich jetzt nicht besonders bewässert aus. Ich bin mal gespannt. Wir schütteln mal den Traubenbaum, denn wir mögen Trauben kaum. Gucken, ob es wieder so im Livestream ausartet, dass immer so 1-2 Trauben ewig nicht runterkommen wollen und ich so voll am Ausrasten bin. Hallo? Ach, here we go again. Na komm, runter, du blöde Traube. Nicht du, die andere da. Ich sehe dich, Traube. Du bist direkt über meinen Kopf. Danke. So. Das war ja noch relativ human. Wir hatten irgendwie im Livestream irgendeine Pflanze, die wollte ewig nicht runter. Also eine Frucht. Wo ist hier der letzte Übeltäter? Ach, das sind doch sogar noch 2 Übeltäter. Komm da oben. Komm schon. Na komm schon. Ich weiß, dass du da bist. Yeah. Okay, cool.
Ich bin nicht sicher, ob Matthew jetzt tatsächlich die Felder gegossen hat. Maybe? Eigentlich jetzt hier eine bessere Qualität B. Oh Gott. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie die Qualität so besser wird, indem ich das dünge. Also im Livestream meinen einige, dass die ganz oft gedüngt werden müssen für eine bessere Qualität. Was ich voll doof finde. Da hätte ich die ja gleich irgendwie hochzaubern können mit Winnie. Sind hier die Felder bewässert? Seid ihr bewässert? Ich traue der ganzen Sache hier gerade noch nicht so. Hat mein Mann was getan? Hat mein Mann gearbeitet? Oh Gott. Was hat der mehr getan? Das war ein Ex-Freund. LOL! Ja, sieht doch schon mal gut aus. Ja, sieht alles gegossen aus. Was ist denn hier los? Schatz, dafür kriegst du eine Kräutersuppe und ein Bienchen. Ist das für mich? Natürlich. Oh, danke. Kriegst ein Bienchen. Bist ja ein guter, Alter. Ich wusste gar nicht, dass Männer sowas können. Also helfen und so. Das ist gerade totales Neuland für mich. Oh mein Gott. Supportive Männer. Gibt's nur in Videospielen. So, warte mal. Bananaäpfel. Ich glaube, die sind schon sowas wie fertig, ne? Die müssen nur noch ein bisschen größer werden. Cool. Was haben wir hier? Das sind aber noch Blüten, ne? Hacke. Ich finde es aber schön. Ja, wenn es nicht gefällt, nimm eine Hacke und mach's weg. Ich will einfach mal genauere Infos dazu haben. Bananäpfel? Was war das hier? Bananorange, okay. Ganz witzig, dass wenn ich alles kreuze, gerade mal eine Palme rauskommt. Und der Rest ist laubbaummäßig unterwegs. Anyway. Die Tiere könnten ja auch mal raus. Na ja. Guten Appetit. Na ihr, auch guten Appetit oder so? Okay, die Folge geht aber auch schon lang genug. Ich überlege, bis zu welchem Punkt es klug wäre, weiterzuspielen. Also spätestens denke ich mal, wenn Van wieder da ist und da krasse Sachen hat. Muss ich mal gucken. Bis dahin werde ich auf jeden Fall mal so fleißig angeln und sowas, denke ich. Ich möchte ja, die Fische ist an sich sind ja auch ganz praktisch für verschiedene Quests und Rezepte zum einen, also in erster Linie auch. Ich bin jetzt nicht so krass hinterher, dass ich alles auf Maximum unbedingt haben muss. Es gibt also Leute, die so Hardcore Achievement Hunter sind, ich jetzt nicht so wirklich. Aber eine bessere Angel, wieso nicht, ne? Man hat ja dann eh nichts Besseres zu tun. Dann angelt man ein bisschen. Ich meine, die Fische an sich bringen ja teilweise ja schon einiges. Weil wenn man sie verkauft, dann habe ich dich jetzt schon, ja, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was soll das bedeuten? Mina, rede mit mir. Was war das für ein Geräusch? War das freudig? War das traurig? War es verzweifelt? War es vorwegen? Ach so, ja, ich wollte die Folge beenden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.